Glaube, Kirche, Gottesdienst, ist das jetzt wirklich augenblicklich das, was zählt in Zeiten dieser Corona-Krise? Manche stellen diese Frage, braucht es das jetzt wirklich? Ist etwa Kirche so systemrelevant? Spannend ist es, wenn mal nicht wir als Seelsorgeteam versuchen, eine Antwort drauf zu geben, sondern wenn Leute, die bei uns in der Gemeinde engagiert sind, einfach mal sich die Frage stellen, wie seht ihr das eigentlich? Braucht man angesichts von Corona jetzt Kirche, Glaube, Gottesdienst? Ich denke, es ist allgemein bekannt, dass mir Glaube und Kirche generell auch in Zeiten, wo es nicht Corona ist, sehr wichtig ist. In Zeiten von Corona habe ich aber nochmal einen ganz neuen Blick darauf bekommen, wie wichtig es mir tatsächlich ist und was für ein großer Teil es in meinem Leben darstellt. Die beinahe täglichen Impulse und Gottesdienste haben mir ein Stück Normalität zurückgegeben, wenn auch andere Normalität, die ich sonst schmerzlich vermissen musste. Auch Ostern hat mir gezeigt, wir können zwar nicht zusammen die Auferstehung feiern, aber doch irgendwie miteinander. Vieles war anders, aber eben nicht weg. Zum Beispiel Klappern vom Fenster aus, Osterlichtlieferdienste, Gottesdienste via Livestream. Dies alles hat dazu beigetragen, dass trotzdem Gemeinschaft zu spüren war. Das ist vielleicht generell meine Erkenntnis für die Zeit von Corona. Kirche schafft Gemeinschaft und Kirche, das sind wir und wir sind relevant und wichtig, gerade in Zeiten von Corona. Ich finde, man sollte in dieser Corona-Zeit auch in die Kirche gehen, auch wenn jetzt zum Beispiel kein Gottesdienst ist. Man kann rein, kann beten, man kann eine Kerze anzünden. Ich zum Beispiel gebe ehrlich zu, ich fahre auch ab und zu mal in den Steinlall rauf und zünde eine große Kerze an, die ganze Woche brennt. Für mich, für meine Familie, dass wir gesund bleiben. Ne? Leider ist kein Gottesdienst, das fehlt mir auch sehr. Ich schaue halt jeden Sonntag unseren lieben Pfarrer um 10:30 zu. Also der macht der Gottesdienst super, kann ich jedem empfehlen. Und ich fand, Kirche ist wichtig, ganz besonders jetzt. Auch, man muss auch, ich bete jeden Tag, wenn ich abends in meinem Bett liege, bete ich zu der Dreifaltigkeit zu unserer Mutter Gottes, dass wir alle gesund bleiben. Und ich finde, das ist ganz wichtig. Und liebe Schwestern und Brüder, glaubt mir, beten ist ganz wichtig. Und jetzt in der Zeit noch viel, viel mehr. Und vielleicht sind auch Leute dabei, wo vielleicht nie vorher an Jesus zurückfinden zu dem Glauben. Und das finde ich klasse, wenn sie wieder beten und sagen, Mensch, lieber Gott, helf mir doch dass, in dieser Zeit, dass ich nicht krank werde. Ja, warum ist Glaube für mich wichtig? Er bestimmt mein Leben von klein auf. Ich bin in einer guten katholischen Familie erzogen worden, aufgewachsen, war Ministrant. Und das hat mich halt in die Jahre begleitet. Und wenn ich jetzt an die Corona-Zeit denke, dann muss ich schon sagen, mir fehlt die Eucharistiefeier beispielsweise. Gemeinsam mit Menschen Gottesdienst zu feiern und dabei den Herrn zu empfangen, das bringt mir schon etwas. Und deswegen bin ich dankbar, dass ich beispielsweise heute Abend Lektor sein durfte und auch die Eucharistie mal wieder empfangen durfte. Und in dem Zusammenhang muss ich ganz eindeutig mal unseren Seelsorgern ein Kompliment machen. Das, was in diesen Wochen an Impulsen gegeben wurde, das hat wirklich Inhalt, das hat Substanz. Da kann ich etwas mitnehmen für meinen Alltag. Und insgesamt hilft das dazu, dass ich wirklich mit Vertrauen in dieser Zeit lebe und auch mit Vertrauen die Dinge angehen kann, die mein Leben bestimmen.